Die Highlights werden Ihnen präsentiert vom Kfz-Prüfzentrum Huber. Ihr Partner für Schadengutachten, Fahrzeugbewertungen, UVV-Prüfungen und vielem mehr. So, herzlich willkommen hier Montagabend, zweiter Weihnachtsfeiertag oder besser gesagt frohe Weihnachten aus der Fanatec Arena hier heute zum Spiel EV Landshut gegen die Heilbronner Falken. Nur etwas über 70% Unterzahlquote, aber dann eben bei 5 gegen 5 die ganz frühe Führung im Powerplay. War nicht viel los, aber jetzt geht hier der EVL mit 1:0 in Front. Eckel, was für ein Handgelenkschuss über die Schulter von Florian Mnich. Den habe ich noch vorher noch so gelobt. Hier ist er schon geschlagen aus spitzestem Winkel. Setzt sich durch. Und Forster dann mit einem späten Einsteigen gegen Alex Torsch-Williams. Scheitert auf der anderen Seite an Kratschner. Scheibe läuft da schon wirklich gut bei den Falken. Morrison. Williams. Und jetzt kommen sie nochmal, die Falken. Sie kommen spät, aber wie? Alex Torsch, da war sie. Die Reihe um Williams, Della Rovere und den Topscorer Alex Torsch, der Goldhelm. Er macht ihn selbst den Ausgleich hier. Della Rovere mit dem Auge für den mitgelaufenen. Na, wo ist er? Da kommt er. Alex Torsch oben. Jetzt Scheibenannahme. Dann ab ins kurze Eck hoch. Über die Fanghand von Luka Kratschner. Nichts zu halten für den Slowene. Toller Angriff. Wenig später revanchierte sich Torsch dann auf sportliche Art und Weise. Und Blacky Schwarz, der die Notbremse zieht und den Penaltyschuss verursacht. Aber die Frage, wer schießt, die war eigentlich fast klar. Alex Torsch hat heute schon getroffen. Macht das nochmal, Alex Torsch. Nein, Luka Kratschner hält. Kratschner von Ungern Sternberg mit dem Nachschuss. Pfleger McLellan und Florian Mich. Lautenschlager ganz zentral. Und jetzt ist es dann doch passiert. Jeremy Williams macht hier den Führungstreffer für die Falken. Wieder ein später Treffer für Heilbronn. Jeremy Williams setzt sich da wunderbar durch. Tolle Hände vom ehemaligen DL-Topscorer. Natürlich auch stark, wie Della Rovere einpackt, vor Luka Kratschner in die Sicht nimmt. Doremus an den Pfosten und Pajot dann mit dem Nachschuss zum Ausgleichstreffer. Nick Pajot gleicht aus. In Überzahl, und das hat sich angedeutet, die haben da richtig viel Druck gemacht. Doremus an den Pfosten. Hier. Pajot darf dann auch nochmal, und der zielt genauer als der US-Boy. Hier. Pfosten dann eben hoch in die andere Ecke. Vor der Saison aus Freiburg hier an den Landshuter Gutenberg Weg gewechselt ist. Achtung erstmal von Ungern Sternberg, und was für eine Kombination. Wunderbar quergelegt auf Julian Lautenschlager, und die Führung ist schon wieder hergestellt aus Heilbronner Sicht. Freud und Leid liegen da so oft ganz nah beieinander. Erst Pajot mit dem viel umjubelten Ausgleich, und jetzt nur wenige Zeigerumdrehungen später dieser tolle Pass. Und dann lässt Lautenschlager Kratschner natürlich nicht den Hauch einer Chance hier. Wunderbar. Wirklich gefährlicher Powerplay. Sondern Pajot macht den Doppelpack in Unterzahl. Gleich aus Nick Pajot.
Von wegen Powerplay-Treffer Heilbronn, Landshut mit dem Ausgleich. Doppelpack vom Kanadier, vom Routinier. Viel offener in der langen Ecke und Nick Pajot findet die Lücke. Oh, Fehler da im Landshuter Spielaufbau, aber unsauber dann dieses Zuspiel für Alex Torsch. Und jetzt geht es 3 auf 1 in Richtung Nick Pfleger. Pfleger macht gut. Pfleger macht hier 2,5 Minuten vor dem Ende den erneuten Führungstreffer für den EVL. Was für ein Schlussabschnitt. Torsch und Williams verpassen. McLellan ist wieder da, meldet sich zurück, findet seinen Top-Torjäger. Ein Abschluss ist vielleicht noch drin für die Falken, aber Forster bringt den Puck raus und dann laufen die letzten Sekunden vor der Uhr. Landshut gewinnt dieses Spiel noch. Die Highlights wurden Ihnen präsentiert vom Kfz-Prüfzentrum Huber. Ihr Partner für Haupt- und Abgasuntersuchungen, Oldtimer-Gutachten sowie Änderungsabnahmen an Pkw, Motorrad und Lkw.